Bis 2030 können wir im Saarland damit rechnen, dass die Bevölkerung um Größenordnung 140.000 Menschen weniger wird. 890.000 Personen können wir erwarten. Und wenn wir 30 Jahre später gucken, dann werden wir aus heutiger Sicht im Vergleich ein Drittel Menschen weniger im Saarland haben, rund 700.000 Personen. Die Bevölkerungspyramide wird sich also auf den Kopf stellen. Die Bevölkerung wird älter, sie wird auch bunter. Und meine Damen, meine Herren, auch das wissen Sie, das Saarland ist das westdeutsche Bundesland, in dem sich der demografische Wandel am schnellsten vollzieht. Wir haben in meinem Ministerium eine Stabsstelle demografischer Wandel eingerichtet mit den Schwerpunkten meines Hauses. Das ist das Thema Gesundheit, das ist das Thema Verbraucherschutz und das ist die Arbeits- und Wirtschaftswelt. Wir haben uns drei Handlungsfelder vorgenommen. Das ist einmal das Thema Grundlagenentwicklung, zweitens das Thema Bewusstseinsbildung und, das halte ich für besonders wichtig in diesem Zusammenhang, die Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement. Sie wissen, angesichts der demografischen Entwicklung im Saarland ist ein qualifiziertes Arbeitskräfteangebot für die Wirtschaft zu sichern. Und das erfordert angesichts der beschriebenen Entwicklung auch die Steigerung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer. Neben dem Megathema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wo ja auch, weiß Gott, der Anteil der Frauen im Erwerbsleben gesteigert werden muss, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen. Lassen Sie mich einige Anmerkungen machen zum Thema Bewusstseinsbildung, die ja letztlich Aufgabe, Kenntnisse über die Ursachen und Folgen des demografischen Wandels zu verbreiten und auch neues Wissen zu generieren. Das dritte Handlungsfeld, Aktivierung von Engagement. Da hatten wir in 2010 angefangen mit einem Förderwettbewerb Ideen für Generationen. In 2011 werden jetzt die drei Gewinnerprojekte umgesetzt, die bis zu 50.000 Euro unterstützt werden. Bis zum Jahre 2030 geht die Zahl der Erwerbspersonen um etwa 17% zurück. Gleichzeitig steigt der Altersdurchschnitt der Erwerbstätigen von 44 auf über 48 Jahre. So, und da ist Thema, die Arbeitgeber müssen mit dazu beitragen, die Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter zu fördern, die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und die stetige Weiterentwicklung und Förderung der Mitarbeiter sowie auch das Thema Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz als Thema in die Betriebe reinzuholen. Meine Damen, meine Herren, im Gesundheitswesen und im Verbraucherschutz sollen im Rahmen dieses zweiten Förderwettbewerbes dann innovative und modellhafte Beispiele eines gelungenen Umgangs mit dem demografischen Wandel ausgezeichnet werden. Also ein Dauerthema, das wir jetzt in 2011 in die Praxis einmünden lassen wollen. Wir schaffen es wirklich nur gemeinsam, wenn Wirtschaft, wenn Politik und Gesellschaft sich des Themas annehmen. Jeder einzelne Bürger, meine Damen, meine Herren, ist gefragt,